Mann, 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 das war ein heftiger Ritt gestern an den Aktienmärkten. Erst ja massiv nach unten, vor allem der Tech-Sektor, dann wieder massiv nach oben, um dann teilweise sogar ins Plus zu drehen. Dinge, die relativ selten vorkommen, wenn das Minus so groß ist, dann noch ein Plus draus zu generieren. Wem haben wir es zu verdanken? Jérôme Lepaul, der gestern wieder die Züge in die Spur gebracht hat mit seinen beruhigenden Aussagen. Ja, Inflation jetzt nicht so unser Thema. Wir gehen davon aus, dass diese Inflation vorübergehend sein wird. Vielleicht hat er recht, vielleicht hat er nicht recht. Das ist eben die große Frage. Die Märkte jedenfalls spielen diese ganze Inflationsgeschichte. Und die Frage ist, wird dieses Spiel weitergehen? Wird dementsprechend auch der Anstieg der Renditen fortgesetzt? Vor allem bei eben den Staatsanleihen, 10-jährige US-Staatsanleihe als Dreh- und Angelpunkt. Und damit auch die Frage verbunden ist, vor allem das Chaos jetzt im Tech-Sektor schon vorbei. Und da gibt es eine Indikation für mich, dass dem noch nicht so ist. Im Mindesten also bei dem Tech-Sektor oder bei den Tech-Werten dürfte uns noch die Nervosität einige Zeit erhalten bleiben. Aber der Reihe nach, was wir hier sehen, ist der Chart des S&P 500 Futures. Und hier sehen wir eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, Bruch dieser Formation, saftiger Abverkauf. Und dann, was gestern passiert ist, ist genau im Grunde das Heranlaufen an die gebrochene Nackenlinie, rein technisch gesehen. Und wir sehen hier mal die verschiedenen Indizes, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq und Russell 2000. Da haben es einige sogar noch ins Plus geschafft oder ganz nah, ganz leicht ins Plus geschafft zum Handelsende. Wir sehen also massive Bewegungen, eine große Nervosität an den Märkten. Und hier mal der S&P 500 in einer Darstellung von Michael Silver, Figuring Out Money. Und hier sehen wir, dass der S&P 500 hier seinen Trendkanal hat halten können, sehen hier eine Kerze mit einem Docht nach unten, aber eben noch im Trendkanal geblieben. Und es passiert wirklich sehr, sehr selten, wenn ein Index wie der S&P 500, ja ein schwerer Tanker, wenn man so will, 1,8% im Minus ist und dann noch positiv schließt. Das gab es nur 11 Mal in einem Jahrzehnt. Also wir sind gestern gewissermaßen Zeuge eines historischen Ereignisses gewesen, das nicht allzu häufig hier vorkommt. Wenn wir uns aber mal die anderen Indizes anschauen, da sehen wir hier den Dow Jones, auch von Michael Silver, bullischer grundsätzlich. Da sind wir nach oben ausgebrochen, haben gestern die Unterstützungslinie, die Ausbruchslinie, wenn man so will, nochmal angetestet. Und negativer sieht deutlich aus der Nasdaq, hier der Triple Q, das maßgebliche ETF auf eben den Nasdaq. Da sehen wir unten zunächst mal in der oberen Grafik, unten schauen Sie mal unten in der oberen Grafik, ne? Da sehen wir ein massives Volumen, das da der Fall war. Wir sehen, dass dieser Triple Q aus seinem Aufwärtstrend bereits rausgefallen ist. Und jetzt versucht da wieder reinzukommen, aber eben da noch nicht reingekommen ist. Und ganz unten, meine Damen und Herren, sehen Sie den sogenannten Money Flow Indicator. Das ist ein relativ langsamer Indikator, der die Geldströme anzeigt. Und hier sehen wir, dass da ein Verkaufssignal vorliegt, also bei den Tech-Werten. Daraus würde ich hier schließen, dass wir trotz der Erholung jetzt nach wie vor nicht über den Berg sind, was den Nasdaq betrifft, was also die Tech-Werte betrifft. Und die Frage ist, kann der Gesamtmarkt Ruhe finden? Kann er seinen Bullenlauf fortsetzen? Das typische, wir steigen jeden Tag so ein bisschen, ohne dass praktisch die Tech-Werte hier mitspielen. Wenn die nervös bleiben, dürfte der Gesamtmarkt nervös bleiben. Gestern hat man es ja geschafft, gerade noch beim S&P 500 den sechsten Tag in Folge negativ zu sein. Beim S&P fühlt sich das nicht so an, aber beim Nasdaq eben schon ein bisschen. Was für ein Turnaround, sagt auch hier Liz Ann Saunders. Wieder mal Energy, dieser Sektor Energie, jetzt 100% nach oben seit dem März 2020. Gestern wieder der große Gewinner, 1,8%. Wir sehen Information Technology, nur minus 0,2%, war schon richtig dick im Minus. Wir sehen Utilities, die gewonnen haben, also Versorger, die hier nochmal die Verluste haben deutlich aufholen können. Und insgesamt sehen wir, dass die Growth Stocks, also die Wachstumswerte, wohl auf dem Weg sind, den schlechtesten Monat gegenüber Value seit dem Jahr 2000 zu haben. Also das ist schon etwas Besonderes, da passiert etwas. Wir hatten natürlich jetzt diese massive Outperformance von Growth, sehen jetzt die Rückkehr von Value. Wird das so weitergehen? Fragezeichen. Der Energiesektor, bester Monat ever in Relation zum S&P 500 im Februar, wenn das so weitergeht. Mann, 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 auch das also historisch.
Hier sehen wir, welche große Bewegungen, welche Umschichtungen in den Portfolios offenkundig stattfinden. Und das ist eben genau der Punkt jetzt, dass die Investoren offenkundig sagen, ja, da werden wir jetzt mal ein bisschen umpositionieren. Das ist das, was hier zum Beispiel JP Morgan sagt. Da hat man jetzt seitens der Hedgefonds vor allem ja sehr, sehr starke Überhänge nach wie vor an Positionen im Tech-Sektor, Long-Positionen, und man setzt jetzt Shorts dagegen, also Puts über Optionen vor allem, um sich da ein bisschen abzusichern. Da haben wir jetzt sozusagen die größte Hinzufügung von Short-Positionen seit Juni 2020, und das Momentum Basket, wie JP Morgan hier schreibt, ist jetzt 12,8% runter in den letzten Tagen. Das ist der größte Drop, der größte Fall seit dem 9. November, als diese Pfizer-BioNTech-Vaccine-News kam. Also wir sehen, Tech hat ein Problem, und es ist ja auch nicht so furchtbar erstaunlich, wenn wir die Exzesse mal an den Märkten sehen. Ich hatte gestern das SPAC von Lucid Motors erwähnt. SPAC ist ja so ein Börsenmantel, eine Firma, die nur gegründet wird, um dann eine andere zu kaufen und dann schon börsengelistet ist. Lucid Motors noch kein einziges Auto verkauft, aber eben der 5. wertvollste Autokonzern der Welt, bereits wertvoller als Ford. Da stimmt etwas nicht, da stimmen die Relationen nicht mehr, und vor allem ist eben hier diese Euphorie in diesem Tech-Sektor, Bewertung von Tesla, JWD, jenseits aller denkbaren Möglichkeiten, wenn man so will. Und wir sehen hier bei diesen Specs alleine jetzt schon seit Jahresbeginn 52 Milliarden Dollar eingesammelt. Im gesamten letzten Jahr waren es 83, im 2019 waren es 13, 2018 waren es 9. Also das ufert alles so ein bisschen aus, und das ist natürlich, da ist natürlich auch viel Luft, und jetzt kommen viel Blasenluft darin, und jetzt kommen eben diese Umschichtungen langsam, dass die Hedgefonds langsam, ist schon länger der Fall, das Spiel, aber dass man jetzt entdeckt, oh, wir haben ziemlich hohe Exposure in Sachen Tech, da könnten wir ein bisschen nervös werden. Kommen wir nochmal zu den Commodities, zu den Rohstoffen, die ja die großen Gewinner sind. Bloomberg Commodity Index, höchster Stand seit den 13 Jahren. Und hier Tavi Costa mit dem Hinweis, wenn wir jetzt mal die Commodities inflationsbereinigt uns anschauen, dann sind wir gar nicht so weit entfernt von der Finanzkrise, vom Tiefpunkt der Finanzkrise. Und die Inflation dürfte ja anziehen. Commodities aber jetzt mit einem RSI, ich hatte das schon mal gezeigt, von 84, relative Stärke Index 84, also maßgeblich überkauft. Und wir sehen, es sind eben keine physischen Käufe in Rohstoffen vorwiegend, sondern es sind Money Inflows, also Geldflüsse in ETFs, und es sind Inflationserwartungen, die hier zugreifen. Das sind also die Käufer, das ist die Motivation der Käufer, nicht eben eigentlich eine deutliche Steigerung von physischen Käufen, was ja vielleicht noch dann eine gesunde Beimischung wäre. Jetzt noch ein paar Dinge, die vielleicht ärgerlich sind. Wir sehen hier in Hongkong geht es massiv nach unten. Wir sehen insgesamt China geht massiv nach unten. Ich will Ihnen das hier vielleicht mal zuerst zeigen. China A50 minus 3%. Plumps hat es gemacht, auf der Nikkei ist negativ minus 1,6%. Also die Asiaten kaufen diese Beruhigungspille von Jerome Powell nicht, wenn man so will. Und in Hongkong besondere Unruhe, weil hier offenkundig wieder eine Stempelsteuer eingeführt werden soll. Stempelsteuer. Früher hat man Aktien abgestempelt, hat der Fiskus Aktien abgestempelt, wenn man welche gekauft hat. Also das ist praktisch eine Transaktionssteuer, wie unser hypermodernistischer Boomer Olaf Scholz sagen würde. Man zahlt dann also Geld, eine Steuer, wenn man Aktien kauft oder verkauft oder andere Geschichten wie Derivate. Das scheint nicht zu schmecken. Hier sehen wir den China A50 doch mit drei ziemlich dicken roten Kerzen. Was ist da los? Was passiert da? Ist China ein Frühindikator? Große Frage, die sich hier stellt. Nach wie vor gestern ja das Narrativ von Mohammed El-Erian. Buy the dip, ja, kaufst du den Dip, FOMO, there is, und Tina, there is no alternative. Das hat gestern nochmal geholfen, wird es weiterhelfen. Manche ärgern sich, wie zum Beispiel Warren Buffett. Und hier das Airline-ETF ist jetzt 86% gestiegen, seit Warren Buffett all seine Fluglinienaktien verkauft hat. Shit happens, auch bei einem wie Warren Buffett liegt man manchmal falsch, weil der Markt länger irrational sein kann als sozusagen vorstellbar ist, und manche haben sich auch geärgert bei Comdirect. Die konnten gestern, als die Indizes ja richtig abrauschten, offenkundig nicht handeln. Shit happens. Die Auswahl ihres Brokers ist von großer Bedeutung, meine Damen und Herren. Das ist also die Situation. Wilder Ritt. Manches deutet darauf hin, dass wir da noch nicht out of the woods sind, wie die Amerikaner sagen, sondern also nicht aus dem Gehölz sind, noch nicht aus dem Wald sind, noch nicht auf der Lichtung sind, wo wir Licht sehen, wo wir Klarheit haben. Ich denke vor allem, dass der Tech-Sektor weiter
im Fokus bleiben wird, sehr volatil bleiben wird. Wir sehen massive Rallyes, so wie gestern Abend, aber wir könnten auch wieder heftige Abverkäufe sehen, so wie gestern Vormittag, Mittag und zu Beginn des Handels in den USA. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Morgen der Videoausblick etwas früher, weil ich dann einen Termin habe, muss ich früh aufstehen, meine Damen und Herren, das Marktgeflüster heute wie immer. Morgen aber der Videoausblick etwas früher und jetzt sage ich Servus und Ciao.